Weißt du noch, wie das geht? Oder muss ich dir erklären, wie man das Handy dreht und dann einfach... Guck mal, ich kann das drehen. Ist irgendwas komisch dran. Ich glaube, das kann man öffnen. Ja, das Witzige ist das hier. Dieses Ding. Der Bildschirm zeigt immer noch das Wahlwiederholungsmenü. Wahlwiederholung? Was ist das? Was ist das nochmal? Herr Wright? Die meisten Telefone haben einen Speicher für die aus- oder eingehenden Anrufe. Ey, wie hat das ein Jurastudium geschafft, bitte? Ich weiß nicht. Man drückt einfach den blauen Knopf, um die letzte Nummer erneut zu wählen. Natürlich ist es ein blauer Knopf. Praktisch, nicht wahr? Ich bin verblüfft, dass Sie nichts davon wussten. Ich auch. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber selbst ich kenne die Wahlwiederholung. Yay! Yeah. Wie ist etwas? Immerhin, ja. Hä? Oh, tut mir leid! Man kann eben bei Leuten... Der Mauszeiger stört, ja. Man kann eben bei Leuten aus ihrer Generation nie wissen. Hallo? What? Wie alt ist er? Der ist, glaube ich... Da ist der... Lass mich lügen. 24 oder so? Oh, echt altes Eisen. Altes Eisen, ja. Wie auch immer. Überprüf mir dieses Telefon. Ich wette, du musst auf den blauen Knopf drücken. Weil ich bin Gerücht. Na gut. Nee, ich drehe dann das. Halt nicht. Ich drehe das halt lieber noch ein bisschen. Macht viel mehr Spaß. Blauer Knopf! Ich frage mich, wen der Besitzer des Telefons jetzt angerufen hat. Memo an mich. Ein Verteidiger, der nicht zuerst nachdenkt, er drückt einfach. Möp. Bist du das Handy? Du bist das Handy. Piep. Übrigens ist das auch mein Klingelton, ne? Ja. Oh Mann, immer diese Szenen, wo wir tanzen und ihr das nicht sehen könnt. Wir müssen nächstes Mal einfach eine Webcam einbauen, wenn du in dem Fall nochmal ankommst. Dann hätte ich viel mehr männliche Zuschauer, ehrlich. Ich glaube eher nicht. Wieso, hallo? Ja. Ich darf es auch mal offiziell in meinem LP sagen, dass du hübsch bist, oder? Ja. Oh, ach, danke. Jetzt wird sie rot. Oh, süß. Ah, mein Finger! Hey, dieses Lied kenne ich! Warum wird ihr das Gesicht dabei eingeblendet? Egal. Hey, das Gesicht kenne ich! Was machen sie denn da drüben? The Skirt Yamba! Piep! Entschuldigung. Ich sehe Sie, Partner. Sie haben die Wahlwiederholung an diesem Ende gedrückt, nicht wahr? Boah. Cleverer Boy. Deswegen warst du mal Inspektor. Nun ja. Wessen Telefon ist das denn? Es lag auf dem Boden, dort drüben. Wem gehört es? Das gehört Generalstaatsanwältin Sky. Was? Es gehört meiner Schwester? Sie hat es augenscheinlich fallen lassen, als man sie nach dem Verbrechen festnahm. Sehen Sie, der letzte Anruf wurde direkt nach dem Mord gemacht. Sie wollte wohl jemanden anrufen. Aber sie sprach nur dann ein paar Sekunden, der Anzeige zufolge. Wen hat sie angerufen? Keine Ahnung. Tut mir leid, Partner. Ich habe eine Frage an Sie, Partner. Ich habe gerade ein Telefon klingeln hören. Eines dieser modernen Lead-Klingeltöne. Oh, das... Oh. Tut mir leid, das war mein Telefon. Was? Ihr Telefon? Ja, das ist irgendwie seltsam, aber... Jemand rief mich an, als sie das andere Telefon aufhoben. Falsch verbunden. Phoenix Wright, Meisteranwalt. Ja. Zieht die härtesten Schlüsse. Huh. Ich hoffe, sie lügen mich nicht an. Ha, niemals. Dafür wird man in Texas erschossen, Partner. Und auch, wenn man in den Hof des Nachbarn pinkelt. Oh, ich habe die Rache des Lone Star Polizisten auf mich gezogen. Was hältst du von der Karre zu untersuchen? Ja, aber vielleicht erst im nächsten Part. Vielleicht. Nee, wir sind schon lange im nächsten Part. Oh. Ist ein bisschen langsam heute, ne? Gut, untersuchen wir die Karre. Möchtest du das mal drücken? Ja, ich drücke. Oh, drücken. Yeah. Los, drück auf die Karre. Untersuchen. Das scheint der Wagen zu sein, in dem man die Leiche fand. Really? Nein! Ja, da musst du drücken. Genau. Ey, ich muss das noch lesen! Das sieht aus,
als habe man das Schloss des Kofferraums aufgebrochen. Eiskalt. Das Verbrechen fand in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft statt. Der Körper wurde im Kofferraum meines Untergebenen gefunden. Erinnerungsflash! Entschuldigung. Ja? Ziemlicher Luxusschlitten. Er schreit förmlich, ich habe zu viel Geld. Oh nein. Ach bitte, jetzt lass nicht wieder Edgeworth kommen. Ja, Staatsanwälte verdienen ordentlich. Ha, zumindest die, ne? Schau mal, Kofferraum? Ich frage mich, ob das selber nochmal. Ich wusste es doch! You're was ist so das? Clever. Was ist das? Sieht aus wie eine Notiz. Sehen Sie, da ist etwas drauf geschrieben! Oh, und ich weiß es, ich weiß es, ich weiß, was es zu tun hat. Ehrlich? Warte, ich mach dir mal ein Handzeichen, dann weißt du, was ich meine. Schätzchen, ich hab's auch schon durchgespielt. Ich dachte, sagst du nochmal ganz. Sag's, das passt jetzt gut dazu. Du hast recht. Ja. Sehen wir mal. S6-7. S, hör auf mich zu verwirren. Die Finger von meinem Oberschenkel. Was? meine Hände sind hier auf der Tastatur. 2012. Ja, alles klar. Darüber ist ein Name auf das Papier gedruckt. Goodman. Vielleicht fiel es ihm aus der Tasche. Als er ermordet wurde. Eiskalt. Nun, also, was bedeutet das, Herr Wright? Woher soll ich das wissen? Memo an mich. Für deduktive Schlüsse gehe ich zu Edgeworth, nicht zu Wright. Ich bin sicher, dass auch Edgeworth nicht wüsste, was das heißt. Aua! Man kann sich ja das mal einbilden. Das stimmt. Sollen wir mal mit unserem Marshmallow reden? Ja. Ja, ich hab Hunger. Können wir irgendwas zeigen? Lana Sky! Ich weiß, dass Elena ist auch so doof zu grinsen, ey. Also, es gibt keine Verbindung zwischen meiner Schwester und Inspektor Goodman. Das ist richtig, aber es gibt eine ganze Goldmine voller Beweise gegen sie. Hä? Er mag sie nicht. Oh, er mag sie nicht. Wir müssen ihn verteidigen. Er muss ihn mögen, Arschloch. Und der Staatsanwalt Morgan ist niemand anderes als Edgeworth selbst. Ich befürchte, das Schicksal ihrer Schwester ist besiegelt. Mein Beileid. Wachmeister Marshall! Jetzt wird sie wütend. Oh Gott. Ja, Bambina. Agro-Face! Wie kann sie so etwas sagen? Gotta get psycho! Sie und meine Schwester, sie waren... Gotta get psycho! Gibt es da etwas zwischen dem Bullen und ihrer Schwester, das ich wissen sollte? Ja, das passt auch zu den Punkten. Tut mir leid, Bambina. Etwas muss mich aufgestachelt haben. Hast du es nicht angestachelt? Ich hab gerade aufgestachelt, oder? Ja. Ja. Komisch. Vielleicht ist es der trockene Wind, der durch die Staatsanwaltschaft weht. Trockener Wind und böse Absicht. Jemand plant hier etwas. Aber wer? Die Putzfrau aus dem Hüttenstock! Ja. Büroatmosphäre! Oh, das tut ja immer. Nein! Das Opfer. Fuck! Nee, jetzt machen wir was anders. Halt die Fresse, Marshall. Keine Besitz für deinen Scheiß. Halt einfach die Klappe, ja! Bruce Goodman! Gluck, gluck! Bruce Gluckman! Oh Gott! Oh Gott! Warum hältst du mich bei sowas nicht auf? Wie soll ich dich denn aufhalten? Hau mir in die Fresse oder sowas! Nicht jetzt! Okay. So, jetzt reden wir über das Wichtige. Verdächtigungen über Herrn Edgeworth machen schon seit 2 Jahren die Runde. Gefälschte Beweise, abgesprochene Zeugenaussagen, all sowas. Er war unschlagbar, weil er alles tat, was nötig war, um zu gewinnen. Das heißt unschlagbar, bis er sie traf. Aber Gerüchte sind nur Gerüchte, nicht wahr? Wir sprechen hier von Staatsanwälten. Beweise sind alles für diese Leute. Folgt man den Gerüchten über Edgeworth zu ihrer Quelle, findet man eine Person. Aber diese Person ist außer Reichweite. Unbearable, könnte man sagen. Eine Person? Wen? Bambina, ihre Schwester, Generalstaatsanwältin Sky. Was? Meine Schwester? Oh nein, es hebt das wieder an. Oh Gott. Edgeworth konnte die Herde nicht alleine hüten. Einige Leute laden ihre Waffen mit Kugeln. Ich hab Andere Waffeln gelesen. Kugelwaffeln. Ich hab Hunger, glaube ich. Du hast gerade gefrühstückt! 2 Pizzen! Das. Was? Bitte? Jetzt erzähl mal nicht so welche Lies.
Nee, war eine. Einige Leute laden ihre Waffen mit Waffeln mit Kugeln, andere mit ihren Absprachen. Was sagen Sie, Edward hat Absprachen getroffen, um Verfahren zu gewinnen? Wo man Schüsse hört, wird man auch Kugeln finden. Das sagen die Altvorderen. Es gibt ein dickes Geheimnis hier irgendwo, das weiß ich. Es ist nicht die Kantinenfrau, gut Hilde. Woher nimmst du immer diese Namen? Weiß ich nicht, spontane Doofheit. Wurde Inspektor Gumshoe deswegen aus dem Fall abgezogen? Haben Sie so viel abgesehen, weil er Edgeworth am nächsten war? Also, wie weit sind wir, Herr Wright? Ich schätze, wir haben ein paar Hinweise. Ein Autopsiebericht, eine Nachricht von dem Opfer und ein Handy. Also, denken Sie, alles wird gut? Nun, das Einzige, was mich noch stört, ist, dass Lana das Verbrechen gestanden hat. Sie sagt, sie habe es getan. Kein Problem. Ich kann schwören, dass sie nicht die Verbrecherin ist. Hey, das wird was bringen. Yay! Ach, und apropos. Ima? Halt die Fresse. Ja? Lass uns gleich noch auf ein Trunkenmann-Büro gehen. Ich kenne das Lied, das dein Handy spielt, wenn es klingelt. Was? Woher hat er ihre Handynummer? Weißt du, was ich mal gemacht habe? Weil der Song kommt auch in dem zweiten oder dritten Spiel vor. Und ich habe einfach mal mein DS einfach liegen lassen. Und das Lied einfach on repeat 2 Stunden laufen lassen nebenbei, wenn ich am PC war. Cool. Du könntest es nicht weniger abfällig sagen, oder? Dankeschön. Arschloch. Piep! Das ist der Titelsong des Steel Samurai, nicht wahr? Die populäre TV-Serie für Kinder. Das Telefon, das gerade geläutet hat, war deins, nicht meins. Um 17.18 Uhr, direkt nachdem der Mord passiert war. Deine Schwester hat dich angerufen, oder nicht? Ima? Bitch, get this. Hat gereimt, ey. Es tut mir leid. Verrätst du mir, worüber ihr gesprochen habt? Ich... Sie hat gleich wieder aufgelegt. Gehabt. Ich verstehe. Ich nicht. Gehabt? Hallo? Wo wir gesprochen haben, sie wieder aufgelegt gehabt. Ey, ich schreibe dir hier einen von epischster Güte. Güte, nicht Goethe. Schlecht. Ich weiß. Ein Inspektor wurde ermordet und die Verdächtige ist die Generalstaatsanwältin. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich auch. Ja? Ja. So als ob ich immer noch nicht weiß, was hier passiert ist. Und wir sind erst in Part 7. Ob das noch was wird? Ich glaub nicht, ne. Weißt du, was das heißt? Fortsetzung folgt. Gericht! Nein. Doch. Ah, wir müssen jetzt leider speichern und aufhören. Ich muss jetzt gehen. Speichern ja. Mein Zug fährt in 3 Stunden. Tja. Ja, speicher doch! Ja, er speichert nicht. Tut mir leid, wir können nicht weiterspielen. Doch. Ich würde sagen... Ach, damn it. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part, ne? Auch vor Gericht. Ja, yeah. Noch sind wir vor der Tür. Noch kann ich nichts umnocken.